So, moin moin, sind wir hier fertig bei der Firma. Haben wir geladen, fahren jetzt wieder raus. Ja, ja. Was will er denn von mir? Wir fahren Richtung... Frankfurt am Main. Was näher? 10:35, 10:38. Machen wir dann hier. Über Fulda ist ganz ab. Ja. Deine Spielerei. Wenn ich noch was sehen könnte, nach hinten. Voll lauter. Ich. Sehe gar nichts. Ich muss ein wenig mit dem Arsch rüberkommen. Stört mich ja nicht. Ich wollte eigentlich das nicht ankommen. Ah. Okay. Der Stein kann ganz gefährlich sein für meine Front. Sieht man gleich. Gleich den Gummi von der Murmel mal rumziehen. Gar nicht gut. Zieht den Gummi vom Reifen. Vom Rad. Also den Gummi von der Felge. Mache ich natürlich. Ist gar nicht schön. Passiert. An die Haltelinie heranfahren. Nein, ehrlich, mach doch nicht. Welche Schnee drauf gekauft. Guck, schau, ich hab Bürstchen. Nee. Ja, wenn die schwarz gekleidet über die Straße läuft, wie Häschen, kann ich sie nicht sehen, überfahre ich es. Ganz einfach.
Wenn es warm lässt, der trägt schon eher. Fahr's aber trotzdem. Weil sich den Fußgängerüberweg benutzt. So wie der normale andere Honk auch auf diesem Planeten. Das beste Giro Condor. Ist immer noch das, das man gar nicht hat. Naja, Banken eben. Es gibt einen schönen Spruch. Die größten Gauner sind nicht die Bankräuber, sondern die, denen die Bank gehört. Ganz einfach. Ja, doch, das ist mal vorbeigefahren. An diesem komischen, was sagt man dazu, Aquädukt? Dieser komischen Wasserschneise, wo sie doch da ziehen. Naja, was soll das eigentlich abstellen? Abwasserkanal kann es nicht sein. Egal. Doch, es ist ein Wasserkanal. Was das nicht hier reinfahrt mit so einem Kleinlaster. Normalerweise blinkt man nicht, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt. Ja? Aber da ich sowieso, das ist eine kurze hier, da ich sowieso gleich wieder rechts einen Abflug mache. Achtung! Genauso wie ein BKW. Kann man mit dem LKW genauso 80 fahren in die Kurve rein wie mit dem BKW? Nein, ne? Bahnübergang, Kurven, unübersichtliche Stellen, runter vom Gas, Bremse treten. Ich komme ja nicht mit 80 um die Kurve, es funktioniert nicht. Mal beim LKW so. Ja, da müssten sich die PKW-Fahrer mal in so einen Kurs reinsetzen. Dass sie wissen, was so ein LKW kann und was nicht. Und dann mal fahren. Mit voll ausgeladenem LKW 40 Tonnen schwer über die Landstraße pfeffern. Weil man das muss. Weil die Firma nicht an der Autobahn, sondern irgendwo mitten am Arsch der Welt ist. Darum geht es doch eigentlich. Da wo wir gerade herkommen, da führt ja keine Autobahn hin. Also müssen wir über die Landstraße. Ganz einfach. Ab, du Vogel. Komische Amsel, du komische. Thank you.
hier Bremse treten, Schikane oder Gas geben. Ziemlich eng. Also du hast hier wirklich nicht viel Platz. Ich weiß auch, für wen sie die Straße hier gebaut haben. Für Pkw-Fahrer, für Radfahrer und Fußgänger. Nee, an die haben sie nicht gedacht. Weil ein Radweg oder ein Fußweg, Radfußweg da drüben ist was. Ja, da drüben. Da haben sie was hingepinselt. Bushaltestelle. Die fahren sogar Busse. Ja, die fliegen hier wahrscheinlich über die Straße, über die Backsteine. Noch eine Schikane. Stehen oder fällt sie um? Ich hab gekottet. Fünf Kilometer noch auf der Strecke. Hotelzufahrt. Ach. Zum Springen den Klops. Ja. Mein Name ist Hase, ich weiß von dir. Straße blinken. Ach du meinst, das ist eine Straße. Ja, guck mal, ey, da kannst du alleine fahren auf der Straße. Da, wenn dir was entgegenkommt, musst du in den Graben fahren. Ich hoffe jetzt nicht, dass was entgegenkommt. Jetzt gut, okay, jetzt wird die Straße etwas breiter. Das macht ja nichts, weil da Täubchen Elend mir immer noch hinten nachfährt. Jetzt geht's kein Morgen. Boah. Ich hab da auch eine Retarderbremse, nicht nur eine Fußbremse. Ich betätige die ganze Zeit die Fußbremse. Wenn ich mal die Retarderbremse dazu nehme, ja, oder nur mit der Retarderbremse, schaust du aber halt aus, mein Freund da hinten. Kostet 100 Steuern. 100 Steuern. Kampf gleich hinterher. Auch nicht schlecht. Muss einem ja auch einer sagen, gell? Kann man ja nicht riechen. Als Ende. Schon? Nee, doch nicht. Ja, wie ist das Farbe? Würfel, Würfel. Und dann kommt mir noch sowas entgegen. Und sowas wie ein Häufchen Elend fährt er noch hinten nach, fährt die ganze Zeit in den Arsch rein.
wollte aber auch nicht, ist so feucht dazu. So diese Aufzünder. Hier dicke Karre, dicke Hose. Aber leider nichts drin. In der Hose meine ich. Karre, 600 PS, 300 km auf der Autobahn. Alles klar, bleib drüben stehen. Müssen wir aufpassen, wenn mir einer entgegenkommt. Ich darf nicht so weit ausholen, weil die Eier hier rasen. Ich sehe es aber einen Kollegen hinter mir. Autofahrer, wie der auffährt mit seinem Audi oder was auch immer der für einen Schuss hat. Stehen. Danke. Wenn wir dir so einer, guck mal, der kommt da rumgepfitzt, fährt noch, schneidet noch die Kurve, hast du keine Chance. Platt machen. Ganz einfach. Einfach nur platt machen. Sehr kurvenreich hier. Boah. Höchstgeschwindigkeit 45 km/h im Moment. Bleib auf deiner Spur, Arschgesicht. Du musst hier ausholen. Alter. Rechts abbiegen.